Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15051, 13403 Berlin, 2015, 29. März. An die Botschaft der Volksrepublik China in Deutschland, Berlin. Sehr geehrte Exzellenz, Herr Botschafter, zieht man Bandgras aus, geht der Rasen mit, schreiben die Alten in das Buch der Wandlung 11. Zeichen der Frieden. Gibt man einem impulsiv-aggressiv gestörten Menschen Neuroleptika zur Beruhigung, zerstört man gleichzeitig die noch vorhandenen Fähigkeiten jenes Menschen, seine bösartigen Triebe zu kontrollieren. Stellt man die deutsche Forensik, angefangen vom kleinen Provinzstaatsanwalt über den bedeutenden Herrn Professor Dr. Med bis zum honorigen Vorsitzenden Richter am Landgericht, in ihrer antidemokratischen Totalität bloß, hat man damit vielleicht ein weltweites System beschrieben, über dessen vermeintlichen Nutzen als Instrument der unterdrückenden Herrschaft sich die Welt einig ist. In Deutschland ist man sich in diesem Sinne einig. Und wer nicht zustimmen mag, fürchtet sich bereits lebenslänglich in die Psychiatrie versenkt zu werden. Das ist allerdings totale Herrschaft, wie sie von Hannah Arendt beschrieben wurde. In Klammern, Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft, Hannah Arendt, Piper Verlag, Klammer zu. Man setze im Vergleich mit dem Stalinismus die jeweils neueste Version des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases, DSM, oder International Classification of Diseases, ICD, statt stalinistische Säuberungswelle, oder im Vergleich mit dem Hitlerismus, Gesetz über die Hilfen bei psychischen Erkrankungen, in Klammern PsychKG, Klammer zu, statt Reichsgesundheitsgesetz. Die Furcht vor schwerer Erkrankung und der daraus folgende blinde Glaube an die moderne Medizin sind ohnehin offensichtlich im deutschen Volk. In einem deutschen Volk, das das deutsche Land als führende Macht in Europa wahrnimmt. Nun ist eine Religion aus Kanülen und Pillendosen gewiss die schlechteste Lösung für das Problem des immer nicht perfekten Menschen. Umso ungeeignet diese Religion ist, dem Menschen Weisheit und daraus folgend Freiheit in Frieden zu vermitteln, so alt ist sie auch. Mindestens so alt wie die Kultivierung des Schlafmonds. Und so notwendig ist es, sie energisch zu bekämpfen. Nach dieser Vorrede möchte ich Sie, sehr geehrter Herr Botschafter, um Gelegenheit bitten, auf die diesem Schreiben anliegende Kopie des Textes einer Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Anlage 1, sowie auf den Text eines geplanten Wiederaufnahmeverfahrens im Sinne der deutschen Strafprozessordnung hinweisen zu können, Anlage 2. Bezüglich Anlage 2, Ihre Verhandlungsfähigkeit unter Neuroleptika-Einfluss, erlaube ich mir ohne weiteres zu vermuten, der junge Mann, der kürzlich tragischen erweiterten Suizid begangen hat, wurde mit Paliperidon bzw. Risperidon bei kokaininduzierter Psychose behandelt. Die erheblichen Sehstörungen, von denen heute in den Medien die Rede ist, deuten auf dieses Medikament als letztendliche Todesursache hin. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.